شكواه ودموع الذنب تبلغه والكمد يعاود لأواه أواه آه أواه والقلب يذوب بشكواه ودموع الذنب تبلغه. Wenn du Allah fürchtest, dann wirst du total anders sein in allen Bereichen des Lebens. Aber wenn du Allah nicht fürchtest, dann wirst du alles tun. Als Beispiel, und ich rede jetzt über unsere jetzige Situation, wir sind heute in Berlin. Keiner kann mir davon überzeugen oder keiner kann mir sagen, dass ein richtiger Muslim, der Allah fürchtet, der für die Muslime und für ihre Nation was tut, dass er einen Menschen einfach abknallt und tötet und mit einem LKW in die Menge fährt, dass dies islamisch ist und dass diese Person Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Ohne jegliche Grenze. Barakallahu fikum, sage ich, bei Allah solche Leute fürchten Allah nicht. Die fürchten nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Leute, die sind keine richtigen Muslime. Und ich bin der Meinung mittlerweile, dass viele unter ihnen keine Muslime sind. Nicht nur, dass sie keine richtigen sind, dass sie keine Muslime sind. Weil diese Leute, Al-Haram, was mit Koran und Sunna klar ist, als erlaubt erklären. Subhanallah. Warum sind wir so dumm geworden, dass man uns kauft und verkauft, wie man will? Ein junger Mann fährt durch die Menge und der tötet sich und die anderen. Oder der andere, der springt sich in der Luft. Welche Religion hat uns sowas erklärt? Wer hat uns sowas gesagt? Wir müssen Stellung dazu nehmen, barakallahu fikum, sakum lachen. Solche Attentate haben mit dem Islam nichts zu tun. Und wir sagen das nicht aus strategischen oder politischen oder anderen Gründen, sondern wir sagen das aus religiösen Gründen. Selbstmord ist nicht vom Islam. Das haben wir nicht in unserer Religion. Und dass man, wal'iyazu billah, unschuldige Menschen, sagt mir, ja, die sind Kuffar, die sind keine Muslime, die sind schuldig. Doch, die sind unschuldig. Dass man diese Leute überfährt mit einem Auto oder in der Luft springt und so weiter, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, das zu sagen. Sag mir, ja, schau mal, wie unsere Lage geworden ist. Natürlich auch, wir sind traurig, wenn die Muslime getötet werden. Und wenn die Muslime geschlachtet werden. Aber von der anderen Seite, was ist der Unterschied zwischen einer Person, die rechtfertigt, dass man die Nicht-Muslime mit dieser Art tötet und rechtfertigt, dass die Muslime getötet werden? Was ist der Unterschied zwischen einem russischen Bomber, der die Kinder in Aleppo bombardiert, und zwischen einem Mann, der durch die Menge fährt und tötet die Leute und davor tötet einen Fahrer, der damit überhaupt nichts zu tun hat? Vielleicht dieser Fahrer hat niemals vom Islam gehört. Hast du erstmal Da'wah bei ihm gemacht? Hat dieser Mann gegen dich was getan? Haben diese Leute was gegen dich? Ja, ich schau mal die Politik. Was hat das die Politik jetzt damit zu tun? Deshalb, barakallahu fikum, sage ich, wenn diese Leute etwas vom Islam gekannt hätten, dann hätten sie sowas nicht getan. Und ich sage, wir Muslime sind in der Pflicht. Und wir müssen unsere Stimme, barakallahu fikum, sage ich jetzt, erheben und wir müssen den Leuten sagen, Leute, wir distanzieren uns von diesen Leuten und von ihren Taten. Nicht nur von ihren Taten, sondern von diesen Leuten und von ihren Taten. Weil diese Leute, die solche Attentate begehen, meistens, die werden gesteuert von Geheimdiensten und von anderen Institutionen, die am Ende ein Bild, Feindbild Islam darstellen wollen. Und du siehst, komischerweise hörst du von einigen Muslimen, das ist doch gut. Was gut?
Bist du dumm? Was bist du von einem? Ist das menschlich? Die Tiere machen sowas nicht. Leute, die verbrennen eine Person. Verbrennen eine Person. Die anderen, die lassen ihn ertrinken. Eine Person schlachten sie wie ein Schaf. Eine Person sprengen sie in der Luft. Eine Person nimmt ein LKW und fährt durch die Menge. Bei Allah, das ist nicht von unserer Religion. Und dass diese Leute, wenn sie auch dumm wären, und sie machen das, weil sie denken, das wäre islamisch korrekt. Und islamisch ist das nicht korrekt. Diese Leute sind ein verlängerter Arm, dass man gegen die Muslime vorgeht. Schaut mal, wie viele Brüder jetzt und Schwestern Probleme bekommen haben durch so ein Attentat. Das heißt nicht, dass wir sagen, ja, Probleme kommen durch diese Leute. Wir wissen doch, es gibt Institutionen, es gibt Leute, die gegen den Islam sind, die warten auf solche Attentate. Die warten schon. Manche Leute haben sich gefreut. Wir haben uns, wallah, nicht gefreut. Für diese Menschen. Diese 12 oder 13 oder 15 Menschen. Es könnte sein, dass sie eines Tages Muslime werden. Unter uns gibt es Brüder, die waren keine Muslime. Und sie haben den Islam angenommen. Vielleicht wären diese Leute eines Tages Muslime gewesen. Oder geworden. Und durch solche Attentate, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Wallah, und schwöre bei Allah. Und wir Muslime, wenn wir bei Allah schwören, dann schwören wir immer, Alhamdulillah, mit Wahrheit. Muslime, die den Islam kennen. Nicht Muslime nur im Namen. Das, wallah, ich schwöre, dass solche Attentate haram, verboten in unserer Religion sind. Und dass die Leute, die das machen, die sind sündige und nicht rechtschaffene Leute. Sollen wir Klarheit schaffen in diesem Zusammenhang? Wir haben immer gesagt, und wir wiederholen. Wir sind gegen Gewalt. Wir sind gegen Gewalt. Wir sind gegen Terror. Wir sind dagegen, dass man Menschen tötet. Und das sagen wir nicht seit heute. Die großen Gelehrten der Nation, der muslimischen Nation, die haben alle das gesagt. Aber wenn du ein paar dumme Leute findest, das heißt nicht alle Muslime. Das heißt nicht der Islam. Aber leider, wala hawla wala quwwata illa billah, müssen wir damit leben. Und du kannst nicht, es gibt 1,5 Milliarden Muslime. Es gibt unter ihnen psychisch Kranke, es gibt dumme Leute, es gibt verkaufte Leute, es gibt alles. Du kannst das nicht. Und subhanallah, pass auf. Ha? Jetzt, was haben diese Leute, die am Weihnachtsmarkt getötet wurden? Was haben sie mit der Weltpolitik zu tun und mit den Themen, die passieren? Was haben sie damit zu tun? Nichts. Aber sie wurden bestraft, weil eine Person dachte, der handelt für Allah. Und der handelt nicht für Allah, der handelt für den Shaitan. Klare Wörter. Dann müssten diese Leute das büßen, die nichts getan haben. Auf der anderen Seite müssen wir heute büßen für etwas, was wir scharf verurteilen. Und wir sind dagegen. Am gleichen Abend habe ich ein Telefon bekommen. Du wirst für Berlin büßen. Ja. Die haben uns sofort, als ob wir das gemacht hätten. Das ist genauso. Das ist dasselbe. Eine Person macht etwas und der bestraft Unschuldige und man will Unschuldige bestrafen, weil irgendein Krimineller das gemacht hat. Und noch dazu bitte. Es gibt doch hier überall auf der ganzen Welt mittlerweile, dass man, barakallahu fikum, die Ähnlichkeiten, sage ich jetzt, und Gemeinsamkeiten von diesen Attentätern studiert und forscht. Und subhanallah, was ist los? Alle haben die haben Drogen, mit Drogen zu tun gehabt. Die haben mit Spielotheken, mit Disco zu tun gehabt. Die waren kleine Kriminelle
Und auf einmal haben sie sich rasch islamisiert. Ja? Und dann haben sie sowas getan. Und meistens haben sie zu tun mit Geheimdiensten gehabt. Manche haben bei Polizeiausbildung gehabt. Manche waren Agenten. Manche und komischerweise immer vergessen sie ihre Ausweise im LKW oder im Flugzeug. Man hat den Pass von Mohammed Atta damals gefunden in den USA. Und man hat, ich weiß nicht, von dieser Charlie Hebdo oder sowas, Ausweise. Man, mittlerweile auch die Nicht-Muslime, nicht nur wir Muslime, mittlerweile die Nicht-Muslime sagen, ich meine, so für dumm auch sollte man uns nicht verkaufen. Ja, das heißt nicht, ist mir egal, wer das gemacht hat, Barakallahu fik. Wallah, ist mir egal. Ob das ein Muslim ist, ein Agent ist, ein Polizist ist, ein Geheimdienstler ist, egal. Christ, Jude, ich weiß nicht, Buddhist, egal. Diese Attentate für uns Muslime sind verboten. Wir sind keine Tiere, wir sind kein Raubtiere, wir leben nicht im Wald. Und bei uns im Islam, das Leben von einem Lebewesen, von Tieren, ist nicht zu beenden, so einfach. Dann wie ist das mit dem Menschen? Warum sollen diese Menschen etwas, warum sollen sie die Rechnung tragen für eventuell Weltpolitik? Übrigens auch im Islam, Botschafter zu töten ist verboten. Auch wenn sein Land schlecht ist und sowas, aber dass man ihn tötet, das ist verboten im Islam. Warum hat Genghis Khan damals die Muslime angegriffen? Warum hat Holako damals Bagdad zerstört? Das war der gleiche Grund. Der Zweite Weltkrieg brach aus deswegen, weil ein Serbe jemanden getötet hat und gab es Weltkrieg. 16 Millionen wurden getötet. Warum? Hat Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt, dass wir sowas machen? Hasch. Wallahi nicht. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns sowas beigebracht? Wallahi nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wala taghduru. Al-Ghadr. Hinterlistig ist das. Dass man sowas macht. Untreu. Die Menschen sind auf der Straße, auf einmal kommt jemand mit Auto. Was haben diese Menschen getan? Ist das islamisch, dass man sagt, ja, wenn jemand deinen Vater getötet hat, tötest du seinen Vater? Ist das die Gerechtigkeit im Islam? Sind diese Leute, die für den Islam handeln, dann? Aber ich verstehe das nicht, mit welchen Leuten wir zu tun haben. Es gibt hier 5, 6 Millionen Muslime in Deutschland. Es gibt davon 600, 700 Stück. Wir sagen den anderen Nicht-Muslimen, Entschuldigung, wir bitten um Entschuldigung. Wir haben 600, 700 Verrückte unter uns. Ja, was können wir machen für diese Leute? Was können wir tun? Mehr als mit ihnen reden oder dass wir aufklären, können wir nicht. Aber deshalb muss der Mann uns die Möglichkeit geben, dass wir unsere Stimme, dass diese Leute unsere Stimme hören und nicht umgekehrt. Man hat den Falschen festgenommen und denjenigen, der das gemacht hat, freigelassen. Man redet von den Leuten, die gegen Terror sind und gegen Gewalt, dass sie extrem sind. Und von den Leuten, die das machen, man unterstützt sie durch Agenten und V-Leuten. Und das ist kompliziert. Aber wir handeln mit Allah. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sieht. Vielleicht nicht Muslime werden das nicht verstehen, was wir sagen.
aber damit man versteht, wenn wir nicht lügen und nicht betrügen und wenn wir die anderen nicht töten, wir machen das in der ersten Stelle, weil wir Allah fürchten und weil wir wissen, dass Allah uns sieht und weil Allah mit uns abrechnen wird. Und dann, weil wir auch Menschen sind und wir verstehen die Gefühle von anderen Menschen. Wie wäre es, wenn dein Sohn dabei wäre? Sind wir alle traurig für die Kinder von Aleppo und von Gaza und von Burma? Warum sind wir traurig? Weil wir sagen, diese unschuldigen Kinder getötet werden, weil sie Muslime sind. Umgekehrt, ein bisschen umgekehrt denken bitte. Wie ist das Gefühl von einem Vater, der seinen Sohn in diesem Attentat verloren hat? Oder von einem Kind, der seinen Vater oder seine Mutter verloren hat? Wie ist sein Gefühl? Was haben sein Vater und seine Mutter getan, damit sie getötet werden? Ja, diese Begründung, ja, die sind keine Muslime. Und seit wann? Oder in welcher und wer? In welcher Religion? Und seit wann? Und wer von den Gelehrten des Islam sagt, dass man Leute einfach so töten darf? Aber wenn die Leute Allah nicht fürchten und wenn der Verstand ausgeschaltet wird und wenn man von Hass geführt wird, dann hast du solche Attentate von beiden Seiten. Man hat Besuche bekommen von Polizei, viele Brüder, viele Familien. Die Polizei war bei ihnen. Komm, wir reden mit dir. Oder Verfassungsschutz war bei ihnen. Ja, was wollt ihr? Das ist indirekt, das ist ein Generalverdacht dann. Also egal was passiert, dann sagen wir Islamisten, Muslime. Ist das auch gerecht? Wer die Gerechtigkeit verlangt, sollte bei sich selber anfangen. Und er sollte gerecht mit sich selbst sein und mit den anderen. Aber wenn man teilgerecht ist und teil nicht, dann ist das nicht schön und nicht gut. Auf jeden Fall unser Beileid für alle, die zu Unrecht getötet werden, von Muslimen oder von Nicht-Muslimen. Und wir sagen ein klares Wort. Solche Attentate sind nicht von unserer Religion und wir distanzieren uns von diesen Attentaten und von diesen Attentätern und distanzieren uns von solchen Aktionen, egal in welchem Land und egal wo auf dieser Welt. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin.